Seit Juli sehen Sie das AK-Frühstück mit AK-Präsident Erwin Zangerl alle 2 Wochen auf Tirol TV. Auch heute wieder spannende Themen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Herr Präsident, die Hypo Tirol will Zinsen für Kleinkreditnehmer oder Kleinunternehmer erhöhen. Das ist wahrscheinlich ein Thema, was die AK nicht akzeptieren wird. Das ist ganz klar, denn im privaten Bereich ist es ja nicht möglich. Ja, jetzt versucht die Hypo, sich bei den Kleinunternehmern unseres Landes zu bedienen. Ja, sie wollen scheinbar dort ihre finanzielle Schieflage etwas verbessern. Wobei das natürlich eine ganz gefährliche Geschichte ist, denn die kleinen und mittleren Unternehmen, das ist das Rückgrat des Landes. Ja, auf das stützt sich alles. Da hängen unwahrscheinlich viele Arbeitsplätze dran. Und deshalb wäre es notwendig, dagegen vorzugehen. Was mich wundert, ist, dass die Wirtschaftskammer Tirol sagt, sie machen nichts, weil die Banken auch Mitglied dort sind. Da muss ich sagen, da geht es um sehr viel und wir werden uns das anschauen. Und wenn wir eine Möglichkeit finden, werden wir also dagegen vorgehen. Was euch ganz wichtig ist, ihr kämpft ja grundsätzlich nicht gegen Mitarbeiter einer Institution, sondern wirklich nur gegen die Institution. Der Beweis jetzt eben auch bei der Hypo Tirol. Ja, ist richtig. Die Mitarbeiter in den Banken haben es ja nicht einfach, klarerweise, weil die stehen jeden Tag an der Front und müssen an und für sich das rechtfertigen gegenüber den Kunden, was das Management teilweise macht. Und deshalb ist ganz klar, wir stehen auf der Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Banken und wir haben jetzt gerade auch bezeichnenderweise wieder gegen die Hypo vorgehen müssen und dort ist es auch Gott sei Dank gelungen, 2 Mitarbeiter von unglaublichen Schadensersatzansprüchen der Bank zu befreien und das war ein wichtiger Schritt für die 2 Bediensteten, aber auch für alle anderen natürlich, denn wenn das einreißt, dass Banken, wenn sie selbst Fehler machen, dann den Versuch unternehmen, das Geld bei den Mitarbeitern reinzuholen, muss ich sagen, ist wirklich sehr traurig. Das AK-Frühstück ab sofort alle 2 Wochen auf Tirol TV. Wir werden auch die AK-Kinderferienaktion begleiten. Darüber berichten wir Montag und Dienstag auf Tirol TV. Bis demnächst.